So, hallo und herzlich willkommen zu meinem inzwischen schon dritten Video, jetzt von meinem Fahrradurlaub und werde euch dann gleich in der nächsten Sequenz meine erste Tour vorstellen, 10 Tage, 650 Kilometer und werde auch so am Ende so ein Fazit machen, was ich so Lessons learned, also was ich so mitgenommen habe, was ich gut fand, was ich nicht so gut fand. Vorab möchte ich nur was zu meinen Ausrüstungsgegenständen sagen. Die wurden mir weder gesponsert noch von irgendwelchen Werbepartnern zur Verfügung gestellt. Das habe ich mir alles von meinem eigenen Geld gekauft, was mir natürlich den Luxus gibt, dass ich meine freie Meinung darüber äußern kann, ob ich es gut fand oder nicht gut fand. Und ihr eure Entscheidung auch selbst treffen könnt, ob ihr das für euch so haben möchtet oder nicht haben möchtet. Und dann würde ich mich jetzt erstmal verabschieden und wir sehen uns in der nächsten Szene. Bis gleich! So, und jetzt sitze ich wieder hier, diesmal mit meinem Headset auf, damit meine Tonqualität deutlich besser ist als in meinem ersten Video. Und neue Videokamera habe ich ja schon. Streaming-Headset wird oder Streaming-Mikrofon wird auch demnächst Zulauf erhalten. Also, was sehen wir hier? Hier sehen wir die Streckendaten von meinem ersten Tag, wo ich in Hildesheim gestartet bin und über so einen alten alte Bahntrasse, Radweg zur Kunst heißt der, über Bad Gandersheim bis nach Greinsen gefahren bin. Hier sieht man so, was ich alles mitgenommen habe. Wie das Ganze verpackt ist, habe ich ja schon im allerersten Video in dem Bild gezeigt. Das hat alles reingepasst. Man sieht ja auch hier die roten Taschen und den Schlafsack. Und hier ist dann in Greinsen mein Nachtlager, was ich mir aufgestellt habe, hinten auf so einem Feld von so einem Großbauern, wo ich die erste Nacht in meinem Zelt geschlafen habe. Der zweite Tag, dazu habe ich kein Bild gemacht, also weil es unspektakulär war, war so ein reiner Transittag, wo ich dann von Einbeck über Nordheim bis nach Göttingen zu einer Arbeitskollegin gefahren bin, wo ich übernachtet habe. Das war von den ganzen 10 Tagen Touren war das der unspektakulärste Tag. Ich weiß nur, das war ein sehr stürmischer Tag gewesen mit sehr viel Wind von vorne. Da war ich teilweise richtig, richtig sauer über den blöden Wind und dass der mich so weggepustet hat. Dann der dritte Tag. Das war eine Tour, wo ich dann in Göttingen gestartet bin, über das Wesergebirge nach Hanmünden und dann auch schon die Fulda bis kurz vor Kassel gefahren bin. Das war, also bis Hanmünden war das schon eine sehr schöne Tour, vor allem über Schäden. Aber ab Hanmünden dann in das Fuldatal reinzufahren, das fand ich schon sehr schön. Also das ist eine schöne Landschaft. Spannend ist, dass dann in der Flussmitte dann die Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Hessen verläuft. Und da ist auch dieses Bild entstanden. Das habe ich von der hessischen Seite auf gemacht und zeigt gegenüber Niedersachsen. Und auch da stellt sich die Frage, wo übernachte ich? Dann war ich da in Simmershausen und wollte da in so einem Hotel unterkommen. Es sollte ja die Nacht über regnen. Aber die wollten sehr viel Geld und man muss es ja nicht mit vollen Händen rausschmeißen, wenn man eine eigene Übernachtungsmöglichkeit hinten auf dem Gepäckträger hat. Und habe dann an so einer Aue, also an dem einen Baum jetzt hier, getrennt durch die Straße vom Wald, an der Fulda übernachtet. Das ging wirklich gut, denn ich habe ja nicht wild gecampt, sondern habe gerastet. Das ist ein Unterschied. Und habe auch hier noch ein Bild aus meinem Zeltinneren, wo man erkennt, in diesem Ein-Personen-Zelt, wenn man da selber drinnen liegt, mit Isomatte und Schlafsack, ist da genug Platz, um seine eigenen Taschen zu verstauen. Dann kommen wir zu dem anderen Tag, wo ich das zweite Mal, am zweiten Tag durch das Fuldatal gefahren bin, und zwar dann von Kassel über Kassel. Ich war da noch bei einer anderen Studienfreundin noch einen Kaffee trinken, dann weiter über Cuxhagen bis nach Melsungen. Die Fulda-Schleife A ist sehr schön und unterwegs hatte ich so manchmal das Gefühl, bisschen wenig hier für Fahrradtourismus, aber zu meiner Überraschung kam dann Captain Flint und das ist auch im Fuldatal, und wenn ihr da mal langfahrt, kehrt bei Captain Flint ein, der hat leckeren Kuchen, gute Bratwurst und kühle Getränke, da kann man schön chillen. Ich glaube, ich habe da 2 Stunden verbracht. Und dann in Melsungen auf dem Zeltplatz wieder mein Zelt, man sieht hier mein Handtuch
Halter am Zelt angeklebt und natürlich mein Fahrrad. Jetzt kam es natürlich, das hatte ich ja schon in meinen beiden anderen Videos gesagt, über Nacht fing es an zu regnen und es hörte nicht auf. Und da bin ich dann im Regen von Melsung aus über Rothenburg an der Fulda bis nach Bebra gefahren. Was hier mein Highlight war, man kann ja hinter 10 Kilometer der Melsung entscheiden, ob man über so einen Berg dann weiterfährt und dann wieder unten zur Fulda zurück oder ob man sich mit so einer Fulda-Seilbahn handbetrieben über die Fulda leiert. Das Bild sagt ja alles aus. Also ich habe mich auf jeden Fall rübergeleiert, da hatte ich richtig Lust drauf. Mein Papa hat die Tour auch schon gemacht, das hat er mir davon erzählt. Da hatte ich echt Lust drauf. Das ist auch ein Erlebnis. Also ich kann das echt empfehlen, wer da Spaß an sowas hat, unbedingt machen und mitnehmen. Und ich wollte ja dann, man muss ja dann, um rüber ins Werratal zu kommen, über so ein Mittelgebirge fahren. Aber da es so geregnet hat, habe ich für mich entschieden, ich muss jetzt nicht im strömenden Regen jetzt bergauf fahren mit meinem ganzen Gepäck. Ich wusste auch nicht so, wie die Straßenlage ist und wie die Verkehrslage ist, da es für mich ein unbekanntes Gebiet war. Und bin dann ab Bebra mit der Nahverkehrsbahn bis nach Sontra gefahren. Das liegt direkt oben auf der Mitte. Und bin dann von Sontra, wie man erkennen kann, ganz bequem dann die restlichen 25 Kilometer bis nach Eschwege runtergerollert. Jetzt kommt eins von meinen Highlights. Das war die Tour durch das Werratal von Eschwege wieder zurück bis nach Hahnmünden. Und wenn da jemand mal Zeit und Lust hat, fahrt mal von Eschwege bis nach Hahnmünden. Das ist eine unglaublich schöne Tour. Man kommt so durch Bad Soden-Allendorf. Das ist so eine erhaltene mittelalterliche Fachwerkstatt. Unglaublich schön. Aber das ganze Fuldatal war mein Highlight gewesen. Werratal war mein Highlight gewesen. Und was ich schön fand in dem Werratal drinne, es hat ja die ganze Nacht geregnet. Hätte auch in Eschwege ein Hotelzimmer gehabt. Und am nächsten Morgen hat es dann, oder am nächsten Tag hat es nicht mehr geregnet. Die Sonne kam teilweise durch. Und überall hat man dann in den Bergen da den Wasserdampf aufsteigen sehen. Hier nochmal ein Bild, das ist kurz vor Hahnmünden dann aufgenommen worden, also schon hinter der thüringischen Landesgrenze, wo man nochmal erkennen kann, wie hoch mein Gepäckträger eigentlich doch anmontiert ist und dass ich meinen Schlafsack wirklich hinten einfach nur so mit Kabeln und mit, naja, mit Seilen einfach so befestigt habe. Es war jetzt nicht so die optimale Lösung, aber dazu werde ich gleich noch in meinem Fazit was sagen. Dann kam die erste Wesertour. Das war dann von Hahnmünden bis nach Höxter. 75 Kilometer, schöne Tour über Bad Karlshafen. Alle haben mir erzählt, Bad Karlshafen soll unglaublich schön sein. Als ich dahin kam, war Baustelle. Vielleicht ist die jetzt auch wieder weg. Ich habe leider jetzt nicht so den schönen Rückblick auf die Stadt, weil das war alles aufgerissen. In meiner Erinnerung, ja, kann man machen, muss man aber nicht mitnehmen. Da habe ich auch ein Bild. Das ist jetzt so von einer so einer Bundesstraße dann das ist schon hinter Bad Karlshafen, dann runter fotografiert in die Weser Richtung Hahnmünden, wie man sehen kann. Auch sehr bewölkt, das war auch sehr windig. Aber man schimpft ja immer, wenn man gegen Wind fährt, aber zum Tagesende ist man ja doch so ein kleines bisschen stolz, wenn man es durchgehalten hat. Man kann auch mal absteigen, aber man zieht es durch. So, dann hier die 100-Kilometer-Tour, wo ich dann von Höxter über Holzminden, Hameln bis nach Rinteln gefahren bin. Das war auch eine schöne Tour gewesen, also eine schöne Tagestour gewesen, weil nicht allzu viel los gewesen ist. Die Sonne hat geschienen, es war noch nicht allzu warm gewesen an dem Tag. Hatte unterwegs so ein junges holländisches Pärchen, die den Euro-1-Radweg gefahren sind. Das war wirklich einfach eine coole Tour. Und in Rinteln, meine Eltern wohnen über dem Berg. Papa hat mich abgeholt und ich durfte schon bei meinen Eltern schlafen und hatte ein richtig leckeres Abendessen von Mama. Und dann der vorletzte Tag mit Papa zusammen sind wir dann die Weser weitergefahren also durch die Porta Westfalica bis nach Minden und von Minden dann wieder zurück bis nach dem Wohn zum Bückeburg, wo meine Eltern wohnen. Schöne Tour. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann so am Ende der Tour mit dem Fahrrad durch die Porta Westfalica fährt, das hat schon was. Wirklich. Das war schon sehr geil. Und der letzte Tag, gibt es nichts Spektakuläres was zu erzählen. Ich bin da auch bloß bis nach Hameln gefahren. Das war der heißeste Tag von allen.
Ich dachte, ich könnte oben rumfahren, weil ich mir den Bogen über Hameln sparen wollte. War aber leider nur Bundesstraße, die ich fahren konnte. Und mein Trinken war auch leer gewesen. Zumindest kurzum, ich bin dann nach Hameln gefahren. Doch. Und bin dann da in die Bahn gestiegen und bin dann die letzten 40 Kilometer mit der Bahn dann nach Hause gefahren. Das hat dann auch gereicht und habe drei Erfahrungen im letzten Jahr gemacht. Erstens, mit meiner Ausstattung, die ich hatte, kann man so eine 10-Tages-Tour durchaus machen, wenn man auch die Möglichkeit hat, bei schlechtem Wetter in ein Hotel auszuweichen. Zweitens, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht, diese 10 Tage auch so frei und unabhängig zu fahren. Und auf dem Fahrrad, man nimmt die Welt halt doch anders wahr. Und drittens, und das kommt dann auch gleich in meinem Fazit, ich hatte gute Sachen und ich hatte schlechte Sachen und die stelle ich um. Und was das war, erzähle ich euch gleich, wenn ich wieder draußen sitze. Bis gleich. So, jetzt habt ihr eine Kurzzusammenfassung von meiner ersten Tour bekommen. Ich hoffe, dass es euch so ein bisschen interessiert, wie ich gefahren bin. Falls es Fragen zu der Tour gibt oder zu den Tourdaten, dann könnt ihr die gerne in den Kommentaren an mich stellen. Ich werde auf jeden Fall antworten und euch Tipps und Hinweise geben, was man wie machen kann. Was habe ich noch? Ja, es ging ja darum, dass ich jetzt ein Fazit machen wollte mit, oh, jetzt bin ich gegen die Kamera gekommen, was ich mit Ausstattung machte. Also ich habe festgestellt, mit der Ausstattung, die ich mir überlegt habe und die ich mir gekauft habe, kann man so eine Tour gut machen. Aber es geht immer besser. Das war ja wirklich Einstiegsklasse. Und mir war klar, dass wenn ich meine nächste Tour plane, dass ich die ein oder andere Änderung vornehmen muss. Das habe ich mal auf den Zettel geschrieben. Was habe ich? Auf jeden Fall ein Reisekopfkissen. Wenn ich im Zelt liege, will ich nicht wieder mit meinem Kleidersack da als Kissen schlafen. Das fand ich sehr hart, sondern ich brauche ein bequemes Reisekissen. Dann hat man ja gesehen, dass ich den Schlafsack hinten auf den Gepäckträger so mit Spannbändern verzucht habe. Das war jetzt nicht so die optimale Lösung. Da wollte ich eine andere Lösung finden, vor allen Dingen eine, die wettergeschützt ist, dass ich nicht in so einen nassen Schlafsack kriechen muss, falls dann doch mal ein Unwetter über mich einbricht. Dann hatte ich ja diese PVC-Trinkflasche. Das kann man machen, aber dann muss man es mögen, dann so ab 13 Uhr auch wirklich richtig warmes Trinken zu mögen. Also schön, wenn man einen Tee hat, aber wenn man Wasser oder so einen leicht isotonischen Drink, also je nachdem, was man möchte, ich trinke nur Wasser, wenn ich Fahrrad fahre, das muss man mögen. Ich mag es nicht, deswegen war mir klar, dass ich mir noch mal eine andere Flasche kaufen werde. Dann habe ich noch den neuen Gepäckträger. Ich war ja mit dem alten Gepäckträger doch sehr unzufrieden. Das habe ich im letzten Video ja schon kundgetan, wegen des hohen Schwerpunktes und dieser wackeligen Angelegenheit, weil der nicht wirklich mit dem Fahrrad verbunden war. Da war mir klar, dass ich da nochmal eine alternative Lösung finden muss. Und eine neue Isomatte, da mir die Isomatte, die ich jetzt hatte von Dupli, ich bin halt Seitenschläfer und habe gemerkt, dass ich mit dem Hüftknochen dann doch auf dem Boden aufliege, was dann abends oder beim Schlafen dann doch durchaus unangenehm war, egal wie prall ich die aufgepumpt oder aufgeblasen habe. Das soll es jetzt erstmal so als mein Kurzfazit gewesen sein. Ich melde mich jetzt auch erstmal ab in den Fahrradurlaub mit meiner Familie und vielleicht gibt es dazu noch mal ein Video, muss ich noch mal gucken, was ich so an Eindrücken und Impressionen habe. Und bevor ich gehe oder das Video beende, möchte ich noch einen Ratschlag mitgeben. Liebe E-Biker, wenn ihr bergauf fahrende Radfahrer, die auch schwer beladen sind, überholt, spart euch bitte jeglichen Kommentar. Einfach vorbeifahren und keiner wird euch was krumm nehmen. In diesem Sinne, euer Christoph, bis dann und tschüss.